Hallo und willkommen zu Rollen in Showbox. Es geht weiter mit We Are Football. So, die Wochen der Wahrheit stehen an. Wir haben jetzt Auswärtsspiel in Manchester City und dann haben wir das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. So, Hauptsponsor wird verlängern. Der Ausrüster will verlängern. Der Stadionsponsor will verlängern. Geld anlegen brauchen wir nicht, dann machen wir hier noch einen Halswunsch. Und dann machen wir hier noch weiter Score und abreißen ein bisschen. Was ist das erste Spiel zu Hause? Ah, das ist das Rückspiel. Oh mein Gott. Stimmt, wir haben ja 4-2 gewonnen. Wir sind ja so gut wie weiter. Holy moly, stimmt ja. So, schaut euch mal die Zahlung pro Jahr an von denen, die wollen um ein Jahr verlängern. Verhandeln wir mal ein bisschen. 7,5 im Jahr. Das ist okay. Das nehmen wir. 7,5 ist ein guter Sponsor. Dann die wollen weniger geben für ein Jahr länger. Die geben aber hier Titelprämie einiges dazu. Oder noch ein Jahr länger machen? Ja, das machen wir. Da sind wir dabei. So, als nächstes ist unser Stadionsponsor, der Europapark. Schaut euch mal die Titelprämie an, das ist ja lächerlich, was wir bekommen im Moment. So, die sind bei 3 Millionen dabei pro Jahr. Und verlängern wir mit Europapark. Das ist die Kooperation von Anfang an. Wir sind durch dick und dünn gegangen. So, Rückspiel. Wir müssen versuchen, nicht so viel Tore zu bekommen. Und alles weitere ist dann auch fast schon gut. Hier der Dilson spielt. Dann haben wir Mittelstädt auf dem Außen. Ist ein bisschen ausgerannt. Süle, Groß, Tonali. Den machen wir von oben rein. Wo ist eigentlich Höfler? Ah, hier. Niklas Höfler, hier ist er auch. Machen wir Niklas Höfler rein. Und rechts. Machen wir Zito rein. Lewandowski und Giovanni spielen von Anfang an. Weil Mikl momentan gelb-rot gesperrt ist, das ist okay. Und Robin Koch ist auch gelb-rot gesperrt, das passt ja alles perfekt zum Rückrundenspiel. Ich denke, dass wir das irgendwie schaffen können. Wir gehen es vorsichtig offensiv an. Ausverkauftes Haus. Kevin Bräune. So, wenn er es gewinnt. Und dann haben wir hier noch die A-Klappt an eure eigene Stärke. Dann schafft ihr das. So, perfekt. Gleich mal eine gelbe Karte wieder reklamieren. Fand das super an. Haut alles rein, was ihr habt. Oh, in der zweiten Minute gleich das erste Tor. Das ist natürlich sehr schlecht. Solange wir nicht 13-0 verlieren, ist alles okay. Der Höfler trippelt. Und macht das Ding rein. Zum Glück haben wir den Niklas Höfler reingemacht. So, das ist die dritte gelbe Karte. Höfler den Kopfball auf Rainer, der trippelt. So wieder hinschießt. Weit vorbei.
Wieder eine gelbe Karte. Haut alles rein, was ihr habt. Wichtig ist, dass niemand verletzt wird. Das ist ja ein Kartengewitter bei uns. Ob Lewandowski mal das Ding rein. Jawohl, Lewandowski ersticht. Mandy. Uiuiui. Zu viele gelbe Karten. Süle mit dem Kopfball. So, wir können das Ganze jetzt ein klein bisschen defensiver angehen. Wir führen mit 6 zu 3. Der Breitenbach spielt übrigens. Okay, dann müssen wir hier mal schauen, wenn wir ausmachen. Eigentlich können wir nur den Süle rausmachen. Die anderen gelben Karten sind fast alle okay. Mal gucken, wie ins Mittelfeld. Dann loben wir mal die Spieler noch. Hier, Reyna. Ah, da ist er schon draußen. Höfler. Du spielst super, hast ein Tor gemacht. Und der Lewandowski, wunderbar. Freut sich über das Lob von seiner Leistung, okay. So, Manchester City muss jetzt ein Feuerwerk abfackeln, wenn die hier noch zurückkommen wollen. Lewandowski, Höfler schießt das Ding vorbei. So, da rennt Manchester City die Zeit davon, das ist sehr gut. Uff, 2-2. Das nimmt alles noch seine geregelte Bahn, das ist okay so. Wir machen jetzt mal ein bisschen Ballbesitzfußball. Wen machen wir denn raus? Der hat momentan 10er Form und der Füllkrug kommt auch noch rein. Nicht, dass sie sich hier noch verletzen. Wunderbar. 2-2. Erste Sahne. Die Mannschaft war gut. Warum das denn? Was sagen Sie zu der Härte des Spiels? Ich muss mich entschuldigen. Ganz zufrieden. So, die schwarze Katze gehört Manchester City, aber schau mal an, Dynamo Kiew hat Tottenham Hotspur rausgeworfen. Real Madrid gewinnt im Elfmeterschießen gegen Lissabon und Arsenal hat Manchester rausgeschmissen. Nach einem fulminanten 4-0 auswärts. Wow. So. Los geht's. Halbfinale. Dynamo Kiew spielt. Gegen wen spielt Dynamo Kiew? Gegen Arsenal und wir spielen gegen Real Madrid. Oh mein Gott, was für ein Halbfinale. Junge, Junge, Junge. Spielen wir als erstes auswärts oder in Real? Im Santiago Bernabéu. Oh mein Gott. Das wird ein Höllenritt. Puh, das wird ein richtig schweres Ding. Das ist nochmal das Finale, würde ich fast sagen. So, und da müssen wir gegen Berlin dran. Die sind Fünfter. Tonali. Jetzt zurück. Wie sieht es in der Innenverteidigung aus? Robin Koch. Hier Ramsdale. Wieder zurück.
sieht es mit Mittelstädt aus? Der ist nicht ganz fit. Muss trotzdem rein. Und offensives Mittelfeld, das kann man Kugel spielen. Hat der Hahn überhaupt schon in dieser Saison ein Spiel gemacht? Oh, drei Spiele hat er gemacht. Es wird Zeit für dich zu gehen, glaube ich. So, dann machen wir wieder das Ganze ein bisschen offensiv. Wunderbar, dann machen wir mal das Tiki-Taka raus. Und machen nur 1 und 2 rein. Toni Kroos meditiert und ist kaum ansprechbar. So, da gibt es wieder Leckerli, falls ihr gewinnt. Wunderbar. Toni Kroos, genauso mit der Flugparade. So, zieht du mit dem Pass auf Kubo, der weiter rüber auf Denison. Lewandowski passt, Tonali wieder Flanke Kroos. Jetzt köpft das Ding an den Innenpfosten, aber rein, jawohl. Oh, Zito trippelt, Hereingabe, Denison spielt auf Kubo und der macht sein erstes Tor, das ist aber auch überfällig. Die haben ganz schön viele schwarze Köpfe. Und da haben sie wieder den Cornila. Was macht denn der Andrich? Da ist er. Oh, Ginjek. Süle abgefälscht. Oh nein, Süle macht das Eigentor. Lewandowski Abspiel. Koch mit dem Kopfball. Was ist das denn für eine verrückte erste Halbzeit? Wo dribbelt denn der Kroos hin? Wow. Erster West, der trippelt und trippelt. Wieder Flanke auf Lewandowski. Im Nachfassen hat er es. Dann hat er wieder Flanke, Süle. Jetzt macht er vorne auch einen rein. Aber das Ding wird geprüft. Aber das Ding zählt. Wunderbar. Der einzige, der ein bisschen hier rausfällt, ist Zito. Den wechseln wir jetzt auch aus. Mit einer 3,5. Rechtes. Mach den mal hier drauf. Und offensives Mittelfeld. Machen wir Toni Kroos rein. Und dann der Höfler, der hat ja momentan Topform. Renat übrigens auch Topform. Und dann lassen wir mal ein bisschen den Rabold spielen. Und dann sprechen wir mit den Spielern. Robin Koch, du spielst super. Toni Kroos, du spielst super. Freut sich über das Lob. So, zweite Halbzeit plätschert ein bisschen vor sich hin. Wichtig ist, dass niemand verletzt wird, genau. Wegen eines Remplers. Dann machen wir hier wieder noch eine Auswechslung. Er darf hier rein, dann hinten Mittelstädt für WD und einen Wechsel heben wir uns auf. Noch ein bisschen an der Uhr drehen. Wer bekommt einen? Ja, machen wir hier Füllkrug rein. Lewandowski bekommt einen Applaus und das war's. 4:1 Ergebnis. Super. Was sagen Sie zu Hertel? Alles in Ordnung. Ha. Was denken Sie zu Ihren Gegenden? Er leistet gute Arbeit. Die haben die schwarze Katze bekommen. Das habe ich eigentlich nicht so gesehen. Wir waren komplett überlegen.
73 Tore. Es sind noch 3 Spieltage. Für die Champions League haben wir uns quasi... haben wir uns qualifiziert auf nächste Saison. Es sind nämlich hier 13 Punkte, die wir auseinander sind zu Wolfsburg. Was bedeutet, wir spielen auch nächstes Jahr international. Also, Königsklasse. International geht ja bis zum 7. Toni Kroos und Robin Koch. Wunderbar. So, dann machen wir mal ein bisschen Fitness. Oh, DFB-Halbfinale. So, die bekommen hier einen aktive Erholung rein. Dann kommt hier noch ein Ausdauerlauf, ein HIT. Ein schnelles Umschaltspiel und das lassen wir dann ein bisschen ruhiger angehen hier am Ende der Woche. Passt, passt, passt. So, Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg. Mittelstädt. Ich muss ihn spielen lassen. Dann machen wir den wieder hier rein. Dann kommt Trainer, der ist bis so in Topform gerade. Von Bohmen. Von Höfler hier. Ne, Tonali muss drin bleiben. Ach, das ist schade. Wenn die gerade Topform haben. Aber Tonali hat auch eine gute Form, oder? Ja, eine 10, ne? Mittelstädt ist außer Form. Wie sieht's aus bei BD? Ah, Mikkel ist übrigens auch wieder da. Dann lassen wir Mikkel spielen. Wir haben so viele gute Spieler. Verteidigung links, wie die, wo ist wie die? Hier 7. Ne, dann lassen wir Mittelstädt spielen und mit dem Team gehen wir jetzt in den DFB-Pokal. Geht richtig drauf, sagte der Co-Trainer. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr einen Tag frei. Da müssen wir ein bisschen. Eine Stärke, Taktik, keine Experimente in der Abwehr. Wunderbar. Halt alles rein, was ihr habt. Ja, heute zählt nur diese Aufgabe. Aber momentan 16 Minuten, erste Chance, Toni Kroos, Freistoß. Oh, gleich ein Konter rein. Zum Glück knapp vorbei. So, das ist Angriff Nummer 1, das ist der Hackentrick im Strafraum. Ah, hat ihn. Gute Bildung. So, 18 Minuten, nächster Angriff von Wolfsburg. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel. Oh, da ist das Tor. Seit langem haben wir mal das erste Gegentor wieder bekommen, dass wir hinten liegen, aber das gleichen wir direkt wieder aus. Wunderbar. Mikkel bekommt gelb. Angebliche Schwalbe. So, das ist der zweite Angriff. Das ist das Hin- und Rübergepasse. Mit der Flanke. Lewandowski mit dem Kopf drüber. Lewandowski bekommt gelb. Mit unseren ausgedachten Spielzügen haben wir wirklich noch kein einziges Tor gemacht.
So, da plätschert es vor sich hin. Mittel steht mit dem Freistoß aus Mittlerach. Aus dem Mittelfeld, Tonali, Großschuss. Müller hat das Ding sicher. So, jetzt auf der anderen Seite einen freien Stoß. Uff, Ramsdale, wunderbar. Wegen Handspiel. So, aufkommen. Dribbel, dribbel, dribbel. Jawohl! Vor der Pause. Da gibt es noch ein bisschen extra Motivation. Ne, lass die extra Motivation. Die brauche ich nicht. Wir loben die Spieler. Toni Kroos. Super. Delson. Super. Wunderbar. Freuen sich beide über das Lob. Dann Toni Kroos gleich mal eine Schwalbe. Der schießt, aber sicher gehalten. So, jetzt machen wir den ersten Wechsel und zwar hinten. Der Herr Mittelstädt, der läuft ja fast schon auf Reserve. Da kommt der Witty rein. Hier für Toni Kroos kommt der Höfler. So, Kubo, Tonali. Über Lewandowski, der spielt aber ab zu Höfler im Abseits. Wow, der gelbe Kartengewitter hier. Mikkel mit dem Freistoß. Weit vorbei. Der Mikkel, der darf jetzt auch raus. Genau wie so ein Wechsel haben wir noch. Wenn sollen wir dann rausmachen? Wenn wo wir definitiv drin haben, wenn wir ins Finale kommen. Wow. Da fliegen schon die gelb-roten Karten. So, auf. Wunderbar, wunderbar. Giovanni Reina, noch eine gelbe Karte. Noch ein Freistoß für Giovanni. Koch, Süle am Tor vorbei. Aber das war's. Wunderbar. Finale. Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Wunderbar. Und unser Gegner, so wie es aussieht, wird die Eintracht aus Frankfurt, wenn ihr es schon gesehen habt. Das Ergebnis ist super. Er leistet gute Arbeit. Vertrauen ist stark. Hier 1-0 gewinnt nämlich Frankfurt gegen die Borussia. Das ist unser erstes Pokalfinale. So, da verbessert sich der Oslo. Der Puppe verbessert sich auch. Und dann haben wir eine neue Stufe erreicht. Wahnsinn. Und drei Aktionspunkte und noch ein bisschen Motivation. So, was lernen wir hier? Der Fitmacher. Ihre Trainingsarbeit ist effektiver. Sie können bei manchen Interviews neue Optionen zugreifen. Das ist nicht mehr möglich, ne? Voraussetzung fehlt. Wir machen das hier. Die Arbeit mit Kollegen ist nun deutlich besser und da ist schon das Halbfinale gegen Real Madrid. Oh mein Gott. Wunderbar. Real Madrid hat eine kleine Niederlagenserie. Das könnten wir natürlich echt ausnutzen. Die Motivation ist ein bisschen unten. Das werden wir dann nächste Folge sehen, denn hier mache ich einen kurzen Cut. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für euren Support und mal schauen, wie wir das
angehen im nächsten Spiel. Auf geht's!